Eine Spinne! Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Perfekt! Also, ruf um Hilfe. Hilfe! Au! Hilfe! Das war ziemlich gut. Oh, vielen Dank. Wieso liegst du nicht in deinem Bett? Eine Spinne! Nein! Nimm die da weg! Sieh mal, Peter, die ist riesig! Total haarig und eklig und krabbelig und ganz... Nimm die da weg! Wenn ich schon mein Leben riskiere und die Spinnen einfange, darf ich dann Mutant Max sehen? Ja. Und aufbleiben, bis meine Eltern kommen? Ja. Und das ganze Eis im Kühlschrank aufessen? Ja, aber schaff sie jetzt bitte weg! Abgemacht. Die könnte ich morgen mit in die Schule nehmen. Gut. Zurück ins Bett. Alle beide. Auf der Stelle. Aber wir haben eine Abmachung. Pech. Die gilt nicht mehr. Sie hätten sich wenigstens bedanken können. Wenn die Abmachung nicht mehr gilt, können sie die Spinnen wieder haben. Handy? Ich finde, das reicht schon. Es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Stimmt. Erwachsene sollten nichts versprechen, was sie nicht halten wollen. Lasst mich raus! Lasst mich sofort hier raus! Geschafft! Erwarte, du ruflose, rabiate, randalierende, ranzige Ratte! Mach sie fertig, Mutant Max! Die Eltern! 1, 2, 3, ich komme! So, du kleiner Wurm! Ich nehm dich auseinander, Stück für Stück! Henry? Ich wollte gerade gehen. Oh, meine armen Jungs. Oje, wie sieht's denn hier aus? Also die rufen wir bestimmt nicht mehr an. Wir sind ein ziemlich gutes Team, oder? Ha, das wäre ja noch schöner. It's so easy being me. I'm Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilft mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt deine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal, ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Mmh.
Harry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und habe nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? It's so easy being me. I'm Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, what? Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. Zwei Euro, Henry, 2 Euro. Gar nicht übel. Eigentlich ein Kaugummi. Probier mal. Die sind ja so was von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und iss das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen. So was? Der hat aber gute Manieren. Das hat er bestimmt nicht in deinem Unterricht gelernt. Zut alors, nur 2 Tropfen. La Sauce-Gic ist viel zu gewürzt und scharf für manche Gäste. Hat sich Monsieur vielleicht verlaufen? Nein, aber mein Cousin möchte gern etwas La Sauce-Chic auf sein Essen. Das wollte ich dem Koch sagen. Nicht nötig, ich sage dem Koch Bescheid. Gut, mein Cousin mag nämlich scharfes Essen. Mindestens 5 Tropfen. Ja! Mach den Mund zu, Brunhilde. Sonst kann man ja bis in deinen Magen runtersehen. Mutti, entschuldige, junger Mann. Ich hoffe, meine Tochter unterrichtet dich anständig. Mutti! Oh ja, gnädige Frau, natürlich. Schönen Abend noch. Ach, was für ein reizender Junge, dass es sowas noch gibt. Aber Mutti, das ist der allerschrecklichste Schüler in meiner Klasse. So? Und wessen Schuld ist das wohl? Endlich, dann können wir ja anfangen.
Na sowas, Tintenfisch. Ich mag keinen Tintenfisch. Und ich mag keine Tomaten. Und ich mag keine rote Beete. Oh, Tante Ruth, du hast ihr Lieblingsessen bestellt. Oh, wie schön, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich bin sicher, ihr werdet jeden Bissen davon genießen. Und für Monsieur die Spezialität des Hauses. Kutteln. Das würde ich niemals essen. Nicht mal für 2 Euro. Wenn man Schnecken essen kann, kann man alles essen. Na los, esst auf! Französisches Essen ist toll! Ja. Wie schmeckt deins, Achim? Brunhilde, setz dich auf der Stelle wieder hin! Madame, Sie müssen gehen. Ihr Sohn hat unsere Gäste in Aufruhr versetzt. Also, ich bleibe sowieso nicht, wo ich nicht erwünscht bin. Ich auch nicht. Wiedersehen, rote Beete. Aber du hast gesagt, ich muss meinen ganzen Teller leer essen. Da hast du deine 2 Euro, Henry. Und jetzt lasst uns gehen und irgendwo was Ordentliches essen. Gut gemacht, junger Mann. So wohlerzogen, nicht wie dein junger Freund, doch. Wuppa Wuppi, wir kommen! It's so easy being me, I'm Hard Henry. Wir werden zu spät kommen. Wir werden zu spät kommen. Wir werden zu spät kommen. Gut. Beeilt euch, wir müssen reingehen. Keine Sorge, Peter, das geht schon. Wie siehst du denn aus? Du bist ganz schmutzig. Fass mich ja nicht an, verstanden? Pass gut auf, du Bengel. Das ist der schönste Tag in Zitas Leben. Und wenn du ihr den versaust, werde ich sehr, 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 sehr böse. Also was wirst du heute sein? Sehr, 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 sehr brav. Schönste Tag im Leben. Ist sie nicht bezaubert? Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier eingefunden, um der Vermählung von Zita Zenobia und Paul Peregrinus... Peregrinus! Still, du Rotzlöffel! Und ich lieb dich. Ja, ich lieb dich. Ich lieb dich. Denn ich lieb dich. Ach, ich lieb dich. Ja, ich lieb dich. Ich lieb dich. Oh, denn ich lieb dich. Auweia. Den Ring, Henry. Was?
Den zweiten Ring, du Mistkröte, wo ist er? Er hat ihn. Nein, hab ich nicht. Okay, hier, ich leih dir inzwischen den. Oh, vielen Dank, Henry. Schlimmer kann's ja kaum noch werden. Verehrte Damen und Herren, liebe Familie, Freunde, ehrenwerte Gäste, Zeit für die Hochzeitsreden. Oh, bravo! Doch, es kann noch schlimmer werden. Aber davor möchte ich ein paar Worte über meine reizende, wunderbare Angetraute zum Besten geben. Ich mach mich aus dem Staub. Liebe Hochzeitsgäste, und da war's um mich geschehen. Wie auch immer und wie das Schicksal so spielt, haben wir uns wieder gesehen. Und ein herzerfrischendes Lachen. Wow, das sieht ja oberlecker aus. Komm, Henry, probier mal ein Stück. Aber nur ganz, ganz wenig. Lecker, schmeckt toll. Nur noch ein kleines Stück, merkt doch kein Mensch. Auf die Folter spannen und die Hochzeitstorte anschneiden. Hä? Schmeckt super. Meine Torte! Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme, du kleine Mistkröte! Bleib stehen! Nein! Das ist nicht der schönste Tag meines Lebens. Ich schäme mich in Grund und Boden wegen dir. Das ist mit Sicherheit die letzte Hochzeit gewesen, auf die ich dich jemals mitgenommen habe. Ehrlich? Ich glaube, dann ist das der schönste Tag meines Lebens. Ja! Yeah!